Willkommen zurück zu Kolat. Auf der verzweifelten Suche, wie wir nach dem Zettel kommen. Also den Weg dorthin. Kann auch sein, dass es vielleicht hier lang geht. Hallo, Vika, ich grüße dich. Nee, hier scheint es nicht lang zu gehen. Verdammt. Okay, da muss man einen anderen Weg finden. Kommen wir denn hier drunter her? Ach, hier drunter her geht's auch. Oder? Oder? Nein, hier geht's nicht lang. Okay. Da müssen wir mal gucken, wie wir da oben hochkommen. Geht's denn hier noch irgendwie lang? Ein Weg, den wir vielleicht übersehen haben? Was muss ja irgendwie... Es muss ja einen Weg dahin führen. Okay. Ganz investigativ einfach mal den Kompass ausgepackt. Oh. So tun, als wüsste ich, wo ich lang gehe. Ja, dann müssten wir bestimmt hier irgendwo hingehen. Und dann... Warum ist denn da so dunkel? Ja. Ich weiß, das ist wahrscheinlich das Finale da oben, denke ich mal. Und ich habe schon gedacht, wir sind schon durch. Mein Gott, ich habe mich schon total gefreut. Ich denke so, ja, juppie, endlich durch. Keine Angst mehr zu haben. Okay, anscheinend geht es da vielleicht anders irgendwo hin. Ich gehe jetzt erstmal hier lang. Habe ich mich schon gefreut, weißt du? Ach, die Buchse schon nicht mehr so voll. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, es wird immer schlimmer, je weiter ich gehe. Ja, sehr interessant. Geht's hier auch lang? Anscheinend kann man da runterspringen. Oder auch nicht. Da oben ist auf jeden Fall auch eine Brücke. Sieht sehr einladend aus hier. Hör auf zu laden, Spiel. Das macht mich kirre. Da ist eine kaputte Brücke. Aha, ja. Also wie gesagt, für die Leute, die vielleicht gerade eingeschaltet haben auf Twitch, ne? Wie gesagt, ich werde nicht so auf den Chat eingehen, weil wir ein Live-Let's Play machen für YouTube. Ne? So. Jetzt sind wir wieder hier. Ist ja strange. Hier waren wir doch schon, oder nicht? Hä? Okay, ich gehe mal wieder zurück. Weil hier waren wir... Hier will ich nicht sein. Hier waren wir schon und hier war gruselig. Ich, ciao. Das versteht mal einer, wer will. Und da kommen wir, glaube ich, nicht lang, ne? Nee. Merkwürdig. Ich habe auch gerade überhaupt irgendwie gar keinen Plan, wo wir sind. Weil ich würde doch gerne hier irgendwo lang, aber...
Wir haben ja Zettel gefunden, ne? Und die Zettel werden eingezeichnet. Das heißt, es kann ja sein, dass wir hier gewesen sind. Aber wieso sind wir denn jetzt dann wieder... Ja doch, warte mal, wir waren jetzt hier gewesen, sind wieder zum See gekommen. Das heißt, wir gehen jetzt hier wieder zurück. Und wir müssen hier irgendwie in so einen Tunnel rein. Um dann nach hier zu kommen. Oder in eine Höhle rein. Und da ist eine Brücke. Das heißt, warte mal, wir gehen mal hier lang. Das heißt, es muss ja da, wo die Brücke sein, muss ja eine Abzweigung dann sein. Wenn das diese Brücke ist hier. Wenn das die Brücke ist, dann ist es die hier. Dann müssen wir uns an der Abzweigung quasi hier befinden, wo es hoch... wo es einmal nach links und rechts geht. Und dann kann man in der Schleife quasi... Das heißt, wir kommen jetzt von hier. Ich verstehe die Karte irgendwie nicht so ganz. Aber wir sind ja da im Kreis quasi nach oben gelaufen, ne? Aber wir kommen ja da nicht weiter. 2752, warte mal. Nee, hä? 27? 2752? Hier sind wir jetzt. Okay. Dann sind wir echt schon hier wieder so gelaufen? Und da geht's zum Lagerfeuer. Lagerfeuerlied, Lagerfeuerlied. Und hier ging's jetzt, glaube ich, nur nach oben, ne? Genau, und da haben wir den Zettel lang gefunden. Das heißt, das ist hier dieser... mal eben, nicht, dass ich irgendwas übersehen habe. Irgendwie eine Gasse oder so. Oder eine andere Brücke. Und hier ist auch nochmal eine Brücke. Aber ich weiß ja nicht, was das bedeutet. Ob das irgendwie... Hier wird es jetzt wieder nach unten gehen, wo wir unten waren, ne? So, und da ist der Zettel, wo wir nicht drankommen. Das heißt, es muss ja theoretischerweise da hinten noch einen Weg geben. Okay, warte mal, ich gehe nochmal zurück. Uah! Uah! Man kann ja so schnell sterben hier. So. Jetzt muss ich mich nochmal ein bisschen orientieren hier. Da ist das Lagerfeuer mit dem Mittelpunkt, ne? Und frage ich mich doch gerade, dann müsste ja normalerweise eigentlich, jetzt sind wir ja in der Mitte quasi, hier irgendwo. So, warte mal, das Lager, unser Zelt ist hier rechts am liegen, ne?
Oder? Rein logisch ist unser Zelt doch hier irgendwo, ne? Da ist es. So, wenn ich jetzt vom Zelt wegstehe, lalalala, mal eben schnell schauen, also. Ich schaue jetzt quasi auf dieses Gebilde mit dem Sendemast. Das heißt, ich schaue jetzt hier drauf und hier ist der Sendemast. Das heißt, davon... Also hier sind wir jetzt. Guck auf das Gebilde. Also von uns aus gesehen... Rechts liegen muss hier ein Weg sein. Boah, das ist aber nicht einfach, hier sich zu rechts zu finden. Und ich habe ja sowieso die Orientierung wie eine Weißbrotscheibe. Tja, die Frage ist jetzt, welcher Weg ist es? Ist es jetzt der hier, wo wir waren? Weil der da unten kann ich mir schwer vorstellen. Der da unten könnte ja auch schon der wieder sein hier. Oder ist es der Weg? Ich weiß es gar nicht. Einfach mal hier lang. Ich weiß gar nicht, ob wir hier schon gewesen sind. Müssen wir mal gucken. Ach ja. Und ich glaube auch, das ist das, glaube ich, was dem Spiel auch nicht so gut tut. Warum das Spiel auch so schlechte Bewertungen gekriegt hat, halt. Ja, diese ewig lange und zähen Wege, die man gehen muss. Aber mein Gott. Nee, ich glaube, hier waren wir noch nicht. Ich glaube, hier ist... Ich glaube, hier waren wir noch nicht gewesen, oder? Schön, dass er auf uns wartet. Und hier ist ein Höhleneingang. Kann es vielleicht sein, dass es der Höhleneingang ist, den wir suchen? Also, ich meine, suchen ist relativ. Auf jeden Fall sind wir schon mal auf dem richtigen Weg. Ich glaube, wir sind richtig hier. Ich glaube, wir kommen jetzt zu dem Zettel. Ja! Zettel, Zettel! Ich habe Angst, dass wir runterfallen. Ne, da kommen wir gar nicht hin. Was? Okay. Ich will aber zum Zettel! Verdammt. Hab mich schon so drauf gefreut. Aber anscheinend war der Weg doch nicht richtig. Gibt es denn hier noch einen anderen Weg dahin? Anscheinend nicht. Verdammt. Mist. Wo geht's denn hier hin?
geht es wieder nach unten. Aha. Und zurück würden wir ja auch nicht kommen. Will ich aber noch gar nicht, bin ich ganz ehrlich. Weil in die andere Richtung ging es auch noch. Die Frage ist nur, will ich da lang? Das ist die große Frage. Will ich da wirklich lang gehen? Stille umgibt mich. An einem Ort, wo ich nicht hätte sein dürfen. Rauf oder runter? Ich gehe mal rauf. Runter ist immer so der Weg in den Abgrund. Es wird schon wieder dunkel. Eine gute Idee. Ja, war eine sehr gute Idee. Flex, du kommst heute auch so tolle Ideen. Sieht aus wie ein Eingang. Gott. Was? Uli. Das Tal des Todes? Entry Nizzi, ein Wissenschaftler und Experte, was die Republik Sacha betrifft, reiste in das Gebiet des Uli. Cheke? Besser bekannt als das Tal des Todes. Was entdeckte er dort? Was haben die mysteriösen, in den Boden eingegrabenen Bauten zu bedeuten? Nur hier kann man die Antwort und andere unglaubliche Dinge über diesen entlegenen Ort auf Erden erfahren. Ich brach in der Morgendämmerung auf. Wer die Morgendämmerung am Fluss Vinjui nicht erlebt hat, der kennt nicht das schöne Schauspiel dieser Welt. Es ist ein magischer Ort voller Sehnsucht nach all den Dingen, die der Menschheit abhanden gekommen sind. Freiheit, Grenzenlosigkeit, Natur. Wild und unkontrollierbar. Es gibt keinen Platz für Kompromisse. Denn diese Region ist nicht nur schön, sondern auch gefährlich. Etwa zur Mittagszeit erreichte ich das Tal des Todes. Das Gebiet erstreckte sich über eine Fläche von 100.000 Quadratkilometern. Man muss also wissen, wonach man sucht. Zum Glück hatte ich einen großartigen Begleiter. Nach etwa 2 Stunden Fußmarsch, stießen wir auf das erste Gebäude. Aus einem Haufen Erde, den man nur von außen betrachten kann, lassen sich keine großen Schlüsse ziehen. Doch immerhin ließ sich feststellen, dass die darunterliegende Struktur mindestens 7 Meter Durchmesser haben muss. Das Gebilde erinnert an einen großen, begrabenen Kirche mit herausragenden Rändern. Ebenso schwierig ist es zu sagen, wie viel solcher Gebäude es in der Umgebung gibt. Ich urteile mich
Ich unterhielte mich mit einem der Einheimischen und fand heraus, dass es mindestens 11 solcher Konstruktionen an unterirdischen Orten im Tal geben musste. Was konnte die gigantischen Erdhügel sein? Wie viele Einheimische sind der Ansicht, dass sie etwas mit dem Tunguska-Ereignis zu tun haben müssen? Es gibt viele unzählige Volkserzählungen, die alle auf derselben Grundlage aufbauen. Einmal habe ich etwas von einem Jäger namens Alaman gehört. Nachdem er keine Beute gefunden hatte, wagte er sich weiter in den Wald hinein, bis er sich verirrte. Er war sich sicher, dass er dem Tod geweiht war, als er plötzlich auf eine seltsame Struktur stieß. Plötzlich erbebte die Erde und es öffnete sich eine verborgene Tür. Ein Mann trat daraus hervor und gab Arlaman folgenden Rat: Nimm dich in Acht vor dem orangefarbenen Licht. Eine Woche später kam er aus dem Wald zurück. Bis heute gibt es keinen Beweis für die mysteriöse Begegnung, aber ich habe die Geschichte von Arlamans Enkelin selbst gehört. Warum ist der Wind jetzt weg und so still? Ah, jetzt okay. Gott sei Dank. Ich hab schon gedacht, tralala, wo ist der Wind hin? Also ein mysteriöses Überauf vor allen Dingen. Und eine Kirche. Gibt es hier auch mal irgendwo einen Speicherpunkt? Ich würde gerne mal speichern. Das wäre gar nicht mal so verkehrt. Der war da, ich hab den gesehen. Der war da gerade. Ich würde gerne speichern. Habe ich schon erwähnt, dass wir auf uns geht? Ich bin nicht angespannt, nein. Bin ich nicht. Er soll weggehen, er soll abholen. Eigentlich wollte ich noch gar nicht so gehen. Ich wollte mich umschauen. Glaube ich jetzt wieder zurück. Ja, ich brauche zurück, oder? Kann das sein? Ja, natürlich brauche ich zurück. Boah, das soll ich. Wisst ihr was?